Ho, ho, ho. Guten Tag. Einen wunderschönen Nikolaus euch allen. Ich habe es nicht vergessen. Heute ist der 6. Dezember, deswegen. Falls du das am 6. Dezember guckst, ist heute für dich der 6. Dezember. So wie für uns nicht der 6. Dezember ist, weil wir drehen das nämlich viel früher. Ja, naja, so viel, ein bisschen. Ein paar Tage. Ein paar Tage. Wir machen heute schon wieder Spritzgebäck. Nee, das stimmt nicht. Doch, wir haben schon mal Spritzgebäck gemacht. Vor 5 Jahren. Ja. Aber nicht hier auf YouTube. Und anders. Ja. Ja. Wir machen Plätzchen ohne Ei. Ja, oder siehst du Eier? Nee. Ich hatte mich darauf vorbereitet, jetzt dann am Ende der Zutaten zu sagen, ohne Ei. Oh. Ja. Jetzt habe ich es vorher gesagt, das tut mir leid, wir brauchen trotzdem Mandelmehl. Ohne Ei. Mandelmehl ohne Ei, 150 Gramm, aber teilentölt. Und das sind 25 Gramm Bambusfasern. Das sind 65 Gramm blanchierte Mandeln und gemahlen. Das da sind 150 Gramm Erythrit mit ein klein bisschen Stevia drinnen. Und das da sind 180 Gramm Butter. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwas durcheinander gebracht, was die Mengen betrifft. Warum denn? Weil irgendwas hatte 100 Gramm. Ich glaube, das da sind 100 und das da sind 150, weil du hast nämlich beide Male 150 gesagt. Glaube ich. Er hat recht, das sind 100 Gramm Erythrit und 150 Gramm Mandelmehl. Genau. Und das da ist eine Prise Salz und für den Geschmack tun wir ein bisschen Vanille und ein bisschen Orangenschale mit rein. Und 0 Eier. Ja. Ich habe zum 12. Mal dieses Jahr Butter schaumig schlagen. Ja, bitte. Du kriegst jetzt schon eine Prise Salz rein. Danke. Das ist anders. Jetzt kriegst du das Erythrit mit dazu. Natürlich kannst du auch Xylit nehmen oder Erythrit und Xylit mischen. Da wir vermehrt in Richtung strengeres Keto gehen. Also wir für uns jetzt. Ja, wir für uns. Nehmen wir auch nur noch Erythrit mit ein bisschen Stevia drin, um Gottes Willen. Den Rest habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das war ein Viertel der Teelöffel Vanille und das ist ein halber, fast ein ganzer Teelöffel Orangenschale. Wenn du willst, kannst du natürlich auch eine frische Orange abreiben. Ich finde, die hier ist ganz lecker. Ja. Das erspart uns das Orangenessen müssen. Das wird jetzt Spritzgebäck, oder? Haben wir gesagt. Ohne Eiweiß. Du hast nämlich noch nichts dazu gesagt. Ganz am Anfang haben wir das doch gesagt. Du hast gesagt Plätzchen. Ja, ganz am Anfang, bevor wir überhaupt zu den Zutaten gegangen sind. Achso, die Schlagkarte, die wir erst noch drehen müssen. Ja. Da, bei Rezepten mit Zucker hat man immer gesagt, bis der Zucker sich auflöst. Da können wir beim Erythrit aber tatsächlich sehr lange warten. Klar könnten wir jetzt noch viel schaumiger rühren, die Butter, aber ich denke, das reicht so. Aber das wird ein Spritzgebäck. Das wird ein Spritzgebäck. Was ich jetzt noch mache, bevor du weiterredest, ich tue die Bambusfasern mit dem Mandelmehl vermischen. Jetzt darfst du weiterreden. Ich wollte sagen, aber wir haben doch schon ein Spritzgebäck im Blog. Ja, im Blog, aber nicht auf YouTube. Okay. Und das Spritzgebäck im Blog ist noch mit Eiweißpulver. Da haben wir nämlich damals tatsächlich, ich habe nachgeschaut, das war irgendwann Ende November 2015. Da haben wir noch mit Eiweißpulver gebacken. Da hatten wir sogar mal ein Rezept mit Sojamehl oder sowas. Die Spätzle, aber das war 2014. Ich frage mich gerade, 2015 haben wir aber schon Rezepte auf YouTube gemacht. Wahrscheinlich haben wir das tatsächlich einfach nur nicht verfilmt. Du Sauerreist. Ja, Entschuldigung, das liegt am Wein von den Glühwein-Muffins, die morgen kommen. Morgen kommen Glühwein-Muffins. Mhm. Ja. Da gibt es übrigens dann was zu gewinnen, weil das wird wieder so ein Food-YouTuber-Kooperationsding. Adventskalender. Genau, das ist das Wort. Adventskalender. Ausgerichtet wie jedes Jahr von Annettes Backstübchen und wir machen wie jedes Jahr mit. Und dieses Jahr sogar zweimal. Dieses Jahr, echt? Ja, weil einmal kann man was von uns gewinnen und einmal zeigen wir ein Video. Achso, ja gut, das kann man auch zweimal. Okay, jedenfalls morgen um, ich weiß gar nicht. 14 Uhr. 14 Uhr. Ja. Morgen um 14 Uhr kommt das nächste Video. Also morgen, falls für dich heute Sonntag ist. Genau, falls also für dich heute Sonntag der 6. Dezember ist. Ja, so, wir machen jetzt weiter. Ich gebe dir jetzt ungefähr 2/3 von dem Mandel-Bambus-Mehl-Fasern-Dings da rein. Genau, das tust du dann, das tust du jetzt unterrühren und den Rest mache ich dann auf der Backmatte. Ja. So, den Rest darfst du selber verkneten, ich habe keine Lust mehr. Den Rest mache ich jetzt hier. Und jetzt nehmen wir die Backmatte und den Teig. Und du kannst ja schon mal unseren Fleischwolf holen.
wir machen das mit dem Fleischwolf. Sollte jetzt dein Teig zu fest werden, bei unserem muss ich noch schauen, wie er wird, dann kannst du einfach noch ein bisschen mehr Butter drunter kneten. Das geht dann genauso, weil wir müssen das ja irgendwie durch den Fleischwolf durchbringen. Du kannst auch einen elektrischen Fleischwolf nehmen. Wir haben jetzt einen. Das Tellerchen braucht man nicht. Ja, dann tue ich ihn halt wieder weg, den Teller. Wir haben jetzt einen, wie hast du gesagt, leisen Fleischwolf. Einen Leiswolf. Ja, weil das einfach on-cam, haben wir gesagt, schöner ist, wenn wir das mit dem handbetriebenen Fleischwolf machen. Du hast vorher zu mir gesagt, wir haben ja einen handbetriebenen Fleischwolf. Und ich habe gesagt, aha, und so getan, als wüsste ich es nicht. Ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass ich da von dem Ding bis eben nichts wusste. Also es kommt auch keine Erinnerung hoch, die jetzt irgendwie gesagt hätte, ach ja, stimmt. Nee. Wir haben den schon mal verwendet und dann geflucht. Habe ich den verdrängt? War ich ja da woanders? Nee. Hast du noch mit wem anders Videos gemacht? Wir waren in der Küche. On-Cam haben wir den noch nicht verwendet, glaube ich. Weiß ich nicht. Außer wir haben und wir haben es vergessen, dann sag uns das bitte in den Kommentaren unten, wenn du schon mal ein Video mit diesem Fleischwolf gesehen hast. Ansonsten. Nee, haben wir nicht. Und ich war auch nicht dabei, als wir den verwendet hatten. Doch in der Küche. Nein. Das war vor 2010. Da warst du noch 20 irgendwas. Auf jeden Fall verknete ich das jetzt zu einem Teig. Das kann ein bisschen dauern. Und wie gesagt, wenn dein Teig sich nicht gut verbindet und da noch ein bisschen rumbröselt, dann musst du einfach mehr Butter ran tun. Man kann auch ein bisschen Flüssigkeit mit dran tun. Ich bin halt einfach bei Butter. Es gibt jetzt auch Spritzgebäckteige mit Ei. Wir haben uns jetzt bewusst für eins ohne Ei entschieden, weil das damals, das wir gemacht haben, mit dem Eiweißpulver, das war auch eins mit Ei. Weißpulver? Na, mit Ei drin, genau. Und deswegen haben wir jetzt auch eine andere Variante und auf YouTube. Und man lernt ja in 5 Jahren auch noch was dazu. Weil vor 5 Jahren gab es auch noch keine Bambusfaser. Ist das optional oder erforderlich? Was? Das mit dem Dazulernen. Unser Ofen heizt vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Also unsere mal wieder auf 170. Eigentlich erzählt sie ja gerade Bullshit, weil da sind nämlich einfach nur gerade die Glühwein-Muffins drin für morgen. Und der heizt überhaupt gerade gar nicht vor, der backt nämlich bloß. Aber wenn wir nur die da backen würden, dann würde der jetzt auf 170 bzw. 180 vorheizen. Ja, ne? Und wenn du willst, dann kannst du auch natürlich eine Mischung machen von diesen Spritzgebäck. Du kannst in einen Teil des Teiges ein bisschen Backkakao mit reintun. Dann würde ich tatsächlich aber noch ein bisschen Butter mit dazu tun. Und dann kann man das so halb in den Fleischwolf dann einfüllen. Und was wäre jetzt das alternative Wort gewesen? Ich fand einführen gerade komisch, es tut mir leid. Okay, nimm einfüllen. Reintun, durchdrehen, ja. Und dann haben wir Zebra-Spritzgebäck. Genau. Da Zebra aber sowieso schon im Low-Carb-Sektor eine ganz eigene Marke ist. Ja, Diana hätte es uns nicht übel genommen, aber wir machen kein Zebra-Gebäck heute. Nein, dann bräuchten wir jetzt Entschuldigung. Sag, schnall den mal fest. Ja, mach ich. So. Und unser Teig hält jetzt weitestgehend zusammen. Und dann gebe ich dir jetzt ein bisschen was da rein. Da vorne habe ich so ein Streifending drauf. Kann so, und jetzt. Genau, aber du musst oben mit drauf drücken. Ich weiß, warum es nicht hält, weil da ist Brüssel. Ja, das war auch ein Grund, warum dass wir das Ding dann doof fanden irgendwann mal. Schöner geht es natürlich mit dem elektrischen. Und lauter. Ja, so, stopp. So, und dann haben wir jetzt hier ein, jetzt mach's nochmal, schön gleichmäßig. So, und jetzt ist natürlich abhängig davon, wie breit du dein Spritzgebäck haben möchtest, aber so sieht es jetzt aus. Das ginge mit einer Tülle auch, ne? Genau, und das backen wir jetzt bei 180 Grad Ober-Unterhitze für so ungefähr 10 bis 12 Minuten. Cool. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir es probieren, weil wir verzieren es heute nicht. Die bleiben einfach blond? Ja. Cool. Ich finde blond gut. Und rot. Danke. Bitte. Ich bin drunter blond. Ja. Hast du jetzt ein anderes als ich? Weil ich am Ende, nachdem du dann ja rübergegangen bist, um deinen Fuß zu schonen. Das ist ja immer noch, aber es wird schon besser. Er ist immer noch dran. Und er ist immer noch dran. Der Doktor hat gesagt, er darf auch dranbleiben. Der ist nicht mehr ganz so gebrochen wie vor ein paar Wochen. Mhm. Genau. Gebacken hat das Spritzgebäck, ich glaube, 11 Minuten lang.
Ja, das waren so um die 11 Minuten. Und warum meins anders da aussieht, ist einfach, weil du bist ja dann weggegangen, um deinen Fuß zu schonen. Also habe ich mir gedacht, nehme ich mir einfach den elektrischen Fleischwolf, obwohl das der einen Höllenlärm macht. Und der hatte andere Aufsätze, also der hatte vorne diesen speziellen Spritzgebäckaufsatz. Und deswegen habe ich da jetzt solche Stangelchen, das man wahrscheinlich im Video gar nicht wirklich erkennt. Bla bla. Wie schmeckt's? Schmeckt spektakulär nach Spritzgebäck. Juhu. Das ist was Gutes. Ja. Also Spritzgebäck ist ja jetzt allgemein nicht so der Star unter den Plätzchen, aber darf irgendwie auch nicht fehlen und passt so. Ist gut, I like it. Ja, ich persönlich mag halt Spritzgebäck immer nicht so gern machen, weil es schaut bei mir immer nicht schön aus. Schön genug für mich. Achso, als Tipp, für einen Spritzbeutel ist es zu hart. Das habe ich probiert. Da hat es nicht funktioniert, also tatsächlich in der Mischung jetzt. Im Fleischwolf. Du könntest aber auch ganz einfach das Zeug formen, die Plätzchen und dann halt irgendwie drauf. Wie hat es eine in der Facebook-Gruppe letztens geschrieben? Mache Kügelchen und hau drauf. Sollte funktionieren. Ja. Ich würde es ausrollen und Rauten schneiden oder so. Das geht auch. Geht alles. Ja. Genau. Ansonsten haben wir schon gesagt, dass das Rezept unten verlinkt ist in der Infobox. Nee, aber es ist immer so, wir sagen das jedes Mal. Mhm. Ja, Kommentar, Däumchen, Abo, Glocke, tschüss. Wenn du nicht weißt, was er jetzt gemeint hat, schreib das in die Kommentare. Und beschwer dich bei mir. Genau. Genau. Ansonsten wünschen wir dir einen sehr schönen Nikolaus. Und morgen um 14 Uhr geht unser Türchen auf. Also das Adventskalender-Türchen beim Food Adventskalender 2020. Morgen gibt es ein Montagsvideo. Genau, morgen ist der 7. Dezember. Wir sind Türchen Nummer 7. Und da musst du gucken, weil da kannst du nämlich was gewinnen. Ja. Deswegen morgen 14 Uhr gucken, einschalten. Ansonsten abends, wenn du arbeiten musst. Aber morgen. Ja. Ja, wir sehen uns. Bis dann.